Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Pet Guide bzw. auch Gold Guide präsentieren. Es geht nämlich um ein Pet, was relativ viel wert ist und was wir erst seit kurzem uns erfarmen können, da es gebuggt hat. Es handelt sich nämlich um das Pet Flappy. Das ist einer von diesen drei Schmetterlingen, die man seit Patch 8.2.5 anscheinend farmen kann. Es hat da aber einen kleinen Bug gegeben, denn dieses Flappy-Pet war das dritte und irgendwie hat es niemand auf allen Servern je bekommen und jetzt hat Blizzard das gehotfixt, anscheinend hat es dann einen Bug gegeben, obwohl sie behauptet haben, nein, es hat einfach noch keiner rausgefunden, wie es gibt. Ja, Pustekuchen, es war ein Bug und deswegen kann man es erst jetzt erspielen. Dementsprechend ist das Ding im Moment noch ziemlich teuer. Ihr seht hier auf Antonidas, haben drei Leute das Pet bis jetzt im Auktionshaus und einer davon bin ich. Es ist jetzt auf 1 Million Gold. Für das wird es sicher nicht verkauft. Ja? Also es wird sicher runtergehen, aber ich habe schon Angebote gehabt, die über 100k Gold waren. Heißt, es kann sich für den einen oder anderen lohnen, beziehungsweise für die, die jetzt Pet-Sammler sind, kann sich es auch lohnen. Wo kriegen wir das Pet her? Es gab ja einen Haufen Spekulationen, zwecks, dass man dieses Schmetterlingennetz braucht, um Flappy zu erhalten und andere Geschichten, die sind alle falsch. Man bekommt es einfach durch das Bienen-Event. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das Bienen-Event ist, wir müssen jetzt quasi einfach hier im Tool gucken, ob irgendwo eine Gruppe offen ist. Ich bin jetzt hier im War-Mode on, dann können wir jetzt einfach mal hier in eine Gruppe reinjoinen. Und als allererstes müsst ihr natürlich die, diese Bienenfraktion hier oben einmal freispielen, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Ich habe ein Video gemacht, wie ihr die Fraktion bzw. das Bienenmount erspielen könnt. Schaut einfach da rein, das werde ich jetzt nicht nochmal hier extra erklären. Die Fraktion braucht ihr und sobald ihr die freigespielt habt, könnt ihr quasi diese Bienen-Events mitmachen. Und dort ist es so, dass ihr theoretisch so viele Bienen-Events, wie ihr wollt, mitspielen könnt, aber ihr könnt nur einmal pro Stunde könnt ihr diese Endbienenwabe quasi looten mit dem Belohnungen und in dieser Bienenwabe können quasi verschiedene Sachen drin sein. Ne? Es ist ein Haufen Gelee drin, was ihr theoretisch auch mal verkaufen könnt, aber da sind die Preise mittlerweile schon ein bisschen runtergegangen. Dann kann der gelbe Schmetterling drin sein, der schon die ganze Zeit drin ist, also seit Patch Release und jetzt auch quasi der rote Schmetterling. Also das hier ist der gelbe. Der ist, hat auch eine ziemlich beschissene Dropchance, auch wahrscheinlich irgendwie 1-3%. Der rote kann da drin sein. Man hat erst vermutet, dass man Minimum 20 Wellen schaffen muss. Und sie haben übrigens auch die Wellen jetzt mittlerweile hier vereinfacht. Okay, da haben sie jetzt schon das Event gestartet, wie ihr seht. Hier, das, die sind schon bei Welle 22. Und ich habe aber vorher schon das gelootet, also mit dem werde ich jetzt nicht looten können. Genau, und wenn ihr das nämlich fertig gespielt habt, dann kommt nach 5 Minuten so eine Wabe und umso mehr Wellen ihr gespielt habt, umso mehr Loot kriegt ihr, glaube ich, am Ende auch. Ich weiß jetzt nicht, ob dann auch die das Pet damit abhängig ist. Ich habe jetzt das Pet auch schon gesehen bei bei Welle 15 bzw. Welle 18, 22, 24, also es kann schon auch unter 20 droppen, so wie ich es gesehen habe. Also man muss nicht unbedingt über 20 sein. Die haben jetzt hier Welle 25 geschafft. Jetzt ist hier diese Bienenwabe. Heu, ich kann sie looten. Ich habe da vorhin erst... Okay, aber ist das schon über eine Stunde her, dass ich hier anscheinend vorhin das gemacht habe. Und ihr seht, ich habe jetzt quasi 14 von dem dünnflüssigen Gelee gekriegt. Und vom reichhaltigen 3 und hier diesen Hut und sowas. Also leider kein Pet. Aber ich hatte jetzt letztens schon Glück. Und jetzt können wir auch hier einmal reingucken. Hier waren ja relativ viele Leute drin, ob irgendeiner ein Pet rausgezogen hat. Und wenn wir jetzt mal hier durchgucken, sieht das schlecht aus. Also es waren jetzt 40 Leute, keiner hat das Pet rausgezogen. Das droppt schon relativ schlecht. Also ich würde sagen 1% oder noch darunter. Ich habe jetzt gestern und heute hier mit zwei Accounts immer wieder gefarmt. Heißt, eingeloggt, ein Event gespielt, 5 Minuten dauert das, gelootet, nächsten Char, Event gespielt. Und das macht ihr halt mit so vielen Chars, wenn ihr die habt, die müssen halt 120 sein. Und sobald eine Stunde um ist, könnt ihr wieder mit dem ersten Char anfangen quasi. So könnt ihr das jetzt hier farmen, so habe ich auch gemacht. Und ich habe jetzt bei mehreren Stunden ein Pet bekommen, beziehungsweise ein Kollege hat, glaube ich, 12, 13 Stunden gefarmt und eins bekommen. Also es dauert schon sehr lang. Und auf Gesamt-EU-Ebene sind noch nicht viele im AH. Also ich glaube, am ersten Tag, wo sie es jetzt gefixt haben, waren 6 im AH. Dann waren mal 8 im Auktionshaus. Und ja, das ich glaube, mittlerweile sind so 20, 30 im Auktionshaus insgesamt. Also da ist schon nicht so viel dort. Und vor allem auf Servern, wo ausschließlich Horde spielt, wird das wahrscheinlich noch lange teuer bleiben, denn das Ganze kann man nur mit der Allianz machen, aber man kann es mit dem Allianz-Char reinstellen, beziehungsweise einfach auch lernen und dann mit dem Horden-Char reinstellen und die Horde kann es einfach kaufen und dementsprechend wird es ziemlich teuer bleiben.
Genau. Oh, jetzt ist eins raus. Hier vorne waren auch noch drei drin. Was da passiert? Ich glaube nicht, dass es für 1 Million verkauft wird. Aber ich denke mal, für über 100k kriegt das verkauft. Wie gesagt, da hatte ich auch schon ein Angebot gehabt. Tja, das ist auch schon so alles. Mehr gibt es über das Pad nicht zu sagen. Es lag jetzt einfach daran, weil Blizzard es verkackt hat und es rumgebackt hat im Endeffekt. Obwohl sie davor behauptet haben, es liegt nicht daran, ne? Schon witzig. Naja, gut. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.